Leute, mein Name ist Epic Sun und heute spielen wir Room Escape. Wir müssen aus verschiedenen Räumen ausbrechen, ist wirklich eine richtig, richtig geile Map, sie ist extrem schwer und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir können nicht einfach alles abbauen oder so, wir müssen gucken, was wir hier tun können, um in den nächsten Raum zu kommen und hier sind auch zwei Türen und jeweils ein Redstone. Was haben wir denn hier drin? Okay, wir haben hier eine Redstone Torch Breaker, also mit diesem Stock können wir einfach Redstone Torches kaputt machen und hier haben wir eine Redstone Torch. Okay, worauf können wir denn die Torch platzieren? Auf Gold, okay, das heißt, ich kann die einfach hier hinsetzen und die Tür geht auf. Okay, das ist schon mal einfach. Und was haben wir hier? Hier haben wir einen Bogen mit Unendlichkeit. Aber wir haben leider noch keinen Pfeil. Okay, aber was machen die Buttons hier? Bringen die irgendwas? Kriegen wir da irgendwelche Sachen bei raus? Okay, ich glaube nicht. Das hier können wir auch nicht kaputt machen. Okay. Dann gehen wir einfach mal hier in den nächsten Raum. Wir können ja hier mit dem Stock die Redstone Torch kaputt machen. Und dann einfach hier platzieren. Das ist ja gar kein Problem. Und jetzt... Aha, okay, warte mal. Hier können wir was mit den Pisten machen, aber was bringt mir das denn? Ne, das bringt nichts, okay. Hier können wir den nach unten drücken. Aber warte mal, wir drücken den nach unten und schieben ihn nach rechts. Was bringt das? Ah, ich muss... Ah, ich verstehe schon, ich brauche hier auf jeden Fall den Durchgang. Okay, okay, ich verstehe schon. Zack und zack. Ne, warte mal. Was macht der denn? Warte mal, wir müssen die nach da drücken. Dann schieben wir den nach da und den nehmen wir... Und ziehen den nach oben und ziehen den wieder weg. Nice, ich hab's geschafft. Okay, okay. Und jetzt kommen wir einfach durch. Und hier unten befindet sich eine Kiste mit einem Pfeil drin, oder? Nein. Was haben wir hier denn? Okay, Lever Breaker. Wir können damit Schalter kaputt machen und hier halt den Schalter. Okay, verstehe schon. Also wir haben einfach die Sachen zu platzieren und noch Sachen, um die wegzumachen. Warte mal, wenn ich hier den Schalter... Wo kann ich den eigentlich platzieren? Ach, wir können den auf einem Diamantblock platzieren. Aber wo ist denn hier ein Diamantblock? Hier haben wir auch keinen. Hier haben wir übrigens noch Erde und Glowstone, die wir nicht kaputt machen können. Wir haben hier keinen Diamantblock. Okay, warte mal. Kann ich mir denn... Kann ich die Fackel mitnehmen? Ja, ich hab's geschafft. Okay, Moment mal. Ich hab mich, glaube ich, eingesperrt, oder? Hier müsste irgendwo ein Diamantblock sein eigentlich, auf den ich einfach den Schalter platzieren kann. Aber das sieht mal nicht so aus. Das ist halt richtig, richtig schwierig. Und das Problem ist, ich kann hier nirgendwo eine Redstone-Torch platzieren. Hier leider auch nicht. Oh, oh. So komme ich auch nicht raus. Ich glaube, Leute... Wo kommt der Arrow her? Der war davor noch nicht da. Aber was mache ich denn mit dem? Was mache ich mit dem Schalter? Also beziehungsweise mit dem Pfeil und Bogen? Was bringt mir das denn? Irgendwas hier unten. Hier kann doch nicht nur die Kiste gewesen sein, oder? Das glaube ich nicht. Aber hier ist auch nichts. Hier ist auch kein Schalter und nichts. Boah, Leute, das ist richtig, richtig schwierig. Aber ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich habe mich hier komplett ausgesperrt. Vielleicht war da hinten in der Kiste nochmal was. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Redstone-Torch und einen Schalter. Aber ich habe hier halt keinen Diamantblock, auf den ich den platzieren kann. Okay, Leute, ich habe jetzt die Fackel hier draußen platziert. Ich habe mich leider hier selbst eingesperrt. Und ihr seht schon, die ganzen Pisten sind weg. Und hier hinten ist jetzt ein Knopf erschienen, den schieße ich einfach mal ab. Oh, ich habe ihn getroffen, okay. Und jetzt befinden sich hier einfach Diamantblöcke, wo wir halt ganz easy den Schalter dran platzieren können. Und jetzt sind wir hier in diesem Raum. Okay, was müssen wir hier machen? Hier können wir natürlich die Pisten bewegen, aber ich weiß nicht, was das bringt. Ah, warte mal. Was muss ich überhaupt machen? Hier haben wir noch Pisten. So, der kann sich das... Warte mal, ich habe eine Idee. Okay, warte mal, dann greif du dir das und zieh dir nochmal runter. Dann greif du das Glas nochmal. Okay, aber da kann ich auch nicht drauf. Warte mal, irgendwo muss ich doch hier drauf springen können. Ja, ja, okay, das klappt. Kann ich hier drauf? Ich muss auf jeden Fall hier oben rein. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Die Frage ist, wie mache ich das denn? Also ich kann schon mal da oben drauf. So, das passt. Aber die Frage ist, warte mal, wenn ich jetzt das einfach hochdrücke... Ah, der wird... Ah, das wird wieder mit nach unten gezogen. Das bringt nichts. Wir müssen den noch weiter nach links schieben. Das heißt... Genau, der ist jetzt eingefahren. Dann drücken wir den nach vorne. Ach, das sind alles Sticky Pistons. Ah, okay, warte mal dann. Zack, zack und zack. Ja, wir haben es geschafft. Okay, sehr, sehr nice. Jetzt ist das Glas dort. Das heißt, jetzt müsste ich das eigentlich schaffen, oder? Also wir springen hier hin. Dann springen wir hier... Oh nein. Das ist auf jeden Fall machbar, Leute. Das heißt, zack... Zack. Oh nein, warum schaffe ich den Sprung nicht? Das ist ja so easy. Okay, Leute, ich habe soweit geschafft. Oh mein Gott, und ich falle hier runter, ernsthaft? Okay, ich bin jetzt hier oben drauf und da unten... Oh, die Tür ist offen. Okay, ich renne durch. Sehr gut. Oh, oh, was ist denn hier los? Hier können wir rausschauen. Aber was muss ich denn hier machen? Okay, ich muss auf jeden Fall irgendwie die Tür bepowern, glaube ich. Was bringt das denn hier? Was bringt mir das hier? Ich weiß es nicht, da fahren auf jeden Fall die Pisten runter. Die Lampe ist an und die Lampe ist aus. Was heißt das denn hier? Ah, das hat irgendwas mit Tag und Nacht zu tun, ich sehe schon. Aber ich habe ja hier auch keine Kiste und nichts. Was ist das? Was bringt mir das denn hier? Ich weiß es nicht. Ah, ich sehe schon. Okay, da trifft auch Licht drauf. Aber warum? Ich mache jetzt mal... So, ich mache jetzt mal Nacht.
Okay Leute, ich habe jetzt einfach hier oben drauf gedrückt, bis die Sonne direkt gerade über uns stand. Das heißt, dass die stärkste Sonneneinstrahlung hier über uns steht und deswegen hat sich hier einfach das Redstone komplett bepowert und deswegen ging hier auch die Tür auf und wo sind wir denn hier, Leute? Oh, Glowstone Breaker. Oh, okay, ich verstehe schon. Wir können jetzt in jedem Raum den Glowstone breaken. Okay, die Glowstone Lampen können wir aber leider nicht kaputt machen. Das heißt, wir müssen jetzt durch jeden Raum gehen und schauen, ob wir dort irgendwas verpasst haben. Aber hier sind immer diese Lampen drüber. Was ist hier drüber? Irgendwo ist bestimmt eine Kiste. Bestimmt im ersten Raum. Bestimmt ist hier eine Kiste, oder? Nee, hier ist gar nichts. Kann das sein? Haben wir noch irgendwo... Ist hier... Oh, da ist noch viel Glowstone. Okay, ich sehe schon. Das heißt, Redstone Breaker. Das heißt, wir setzen die Redstone Fackel wieder hier hin. Und müssen dann hier durch. Und da machen wir das Glowstone kaputt. Das hier... Irgendwo muss hier definitiv was sein, Leute. Sonst würden wir dieses Ding nicht bekommen. Und da sehen wir schon die Truhe. Und wir haben einen Dirt Breaker. Okay, wir können Dirt kaputt machen. Das heißt, wir müssen in den Anfangsraum, also in den ersten Raum, wo wir waren, nämlich genau hier hin, machen hier das Dirt kaputt und können hier unten weiter. Und wir wurden gerade teleportiert. Seht ihr das? Okay, und jetzt... Ah, ich sehe schon. Okay, wie cool. Jetzt wurden wir hier wieder in diesen Raum teleportiert. Aber was müssen wir denn jetzt hier machen? Okay, Leute, ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass einfach alle Türen offen stehen. Das heißt, wir können ganz easy einfach die Redstone Torch hier nehmen und dann die einfach hier mit runternehmen, hier zu dem Block und den einfach hier platzieren. Und jetzt können wir weiter. Ganz easy, Leute. Ich wusste halt nur nicht, dass alle Türen einfach jetzt offen sind. Richtig cool. Und jetzt sind wir hier in diesem Raum und die Tür ist wieder zugegangen gerade. Was passiert hier? Ist sie gerade einfach random aufgegangen? Was passiert hier denn? Hallo? Mal geht die auf, wenn ich weit genug weg bin? Oh, wie assi ist das denn? Okay. Hier oben ist ein Diamond Block. Das heißt, wir müssen ganz easy einfach nur den Hebel holen. Den können wir hier mit der Spitzhacke kaputt machen. Der Hebel befindet sich genau hier. Zack. Und den platzieren wir einfach dann da hinten an der Decke. Und da bin ich mal gespannt, ob wir schon in den nächsten Raum kommen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Räume das sind tatsächlich. Hä? Was ist denn hier los? Hallo? Okay, Leute, das hier ist auf jeden Fall ein Muster. Wir dürfen das Rote nicht berühren. Dafür müssen wir halt den Schalter ausschalten. Das heißt, ich darf jetzt hier einen Block weiterspringen und dann diagonal darf ich da rum. Okay, das heißt, ich springe hier hin. War das schon falsch? Och, Mann, ich glaube, das war schon falsch. Okay. Warte mal, ich muss... Na, das ist so schwierig. Warte mal, einen Block weiter. Einen Block weiter. Das heißt, hier hin. Das war auch schon falsch? Wie kann das denn sein? Okay, warte mal, wenn ich jetzt einfach hier hinspringe... Warte, ist das hier falsch? Ja, das hier ist doch gelb, das ist doch eigentlich richtig, oder? Das müsste eigentlich richtig sein. Okay, Leute, ich hab's irgendwie geschafft. Wir gehen hier auf jeden Fall mal weiter. Und was ist hier? Okay, hier ist nichts, hier ist auch... Oh nee, sag mir nicht, das sind jetzt zwei Räume mit sowas. Oh no. Warte mal, darf ich nochmal zurück? Okay, die bleibt offen. Nee, das hat damit nichts zu tun. Warum? Warte mal. Hier ist zu. Ab wann ist denn offen? Hallo? Gerade eben war offen. Aha, ich kann hier rückwärts durch. Und hier brauche ich den Hebel. Aber, was passiert denn hier die ganze Zeit bei den Türen? Die Frage ist, wo bekomme ich hier denn den Hebel her? Wo habe ich den denn das letzte Mal hingesetzt? Ich glaube, hier oben dran, ne? Aber den können wir eh wieder mitholen, weil wir durch den Raum schon durch sind. Hier müssen wir rückwärts durch, gar kein Problem. Den Hebel setzen wir hier. Moment mal. Ah, okay, ich verstehe schon. Bau den wieder ab, setze den hier. Oh Gott, bauen wir wieder ab. Setz den hier. Ich glaube, wir müssen Richtung Tür gehen. Das ist, glaube ich, der beste Weg, beziehungsweise der schnellste. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, war das? Moment mal. Ich habe den falschen Block ausgewählt, oder? Oh mein Gott. Okay, wir haben den hier ausgewählt, das war richtig. Und jetzt haben wir den hier ausgewählt. Aber ich wähle jetzt einfach mal den hier aus. Komme ich da? Ja, das war richtig, okay. Das heißt, ich wähle jetzt einfach den hier aus. Und das war falsch. Oh mein Gott. Und ich habe es geschafft, Leute. Okay, der linke Block hier war der richtige. Und wir können endlich weiter. Und was haben wir hier? Ich mache da oben natürlich wieder das Glowstone kaputt, aber hier befindet sich auch nichts. Die Frage ist halt, was ist denn hier jetzt schon wieder los? Wie komme ich hier weiter? Ich kann ja mit nichts irgendwie Lapis Lazuli kaputt machen. Nee, das funktioniert nicht. Hier durch die Tür komme ich auch irgendwie nicht rückwärts oder so. Okay, die Frage ist, wie komme ich hier hoch, Leute? Was ist denn hier oben? Ist da... Okay, das ist einfach nur eine Druckplatte. Okay, wie komme ich hier hoch? Hier ist auch kein goldener Block, hier ist kein Diamantblock. Oh Gott, was kommt da noch auf uns zu? Okay, ich bin mir echt nicht sicher, Leute, wie wir jetzt da hochkommen. Oh, what? Leute, schaut euch das mal an. Ich kann hier einfach in diesen Block sneaken oder auf dieser Kante? Was ist denn hier los? Okay, und wow, okay, so komme ich... War da ein unsichtbarer Block? Ich glaube, da war ein unsichtbarer Block. Oh mein Gott, okay. Oh, und ich springe zu weit. Ey, das ist ja komisch. Man kann hier einfach auf dieser unsichtbaren Kante sneaken. Wie cool ist das denn eigentlich?
Das ist seltsam. Ist das ein Bug oder was? Ich weiß nicht, wie man das macht. Dass man auf dieser unsichtbaren Kante sneaken kann. Und es ist extrem schwer, von hier abzuspringen. Warte mal, ich krieg das aber hin. Okay, und dann einfach hier schnell rüber. Zack, und die Tür ist offen. Sehr, sehr nice. Okay, wo sind wir hier? Oh Gott. Was ist denn hier los, Leute? Ich drück einfach mal. Passiert hier irgendwas? Keine Ahnung. Ich drück nochmal, ich drück nochmal. Vielleicht müssen wir alle drei aktivieren. Ja, war das richtig? Nein, das war, glaube ich, nicht richtig. Was passiert hier? Ich muss irgendwie die Tür bepowern, kann das sein? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade passiert. Und vor allem, was sind das hier für Bedrock-Sachen in den Repeatern drin? Komme ich hier so weiter? Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Wir machen erstmal das Glowstone kaputt. Okay, das ist natürlich nichts. Schade. Ich muss das, glaube ich, echt irgendwie timen, aber ich weiß nicht, in welche Richtung, beziehungsweise in welchem Timing. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle mache ich hier auch einfach mal Schluss. Ist auf jeden Fall echt eine sehr, sehr, sehr krasse Map. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall den Daumen hoch und schreibt es mir jetzt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr noch den Part 2 sehen wollt. Es gibt doch auf jeden Fall noch ein paar Räume. Also da kommt noch was richtig, richtig Cooles auf euch zu. Wie gesagt, Leute, Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.